Bei Minimalismus geht es darum, nur noch Dinge zu besitzen, die man wirklich braucht oder die man seelisch braucht. Das heißt, wenn man diese Dinge liebt und schön findet, dann kann man sie auch behalten, aber alles andere, was man nicht braucht oder nicht liebt, kommt weg. Ich sehe jetzt vielleicht so ein bisschen radikal, aber eigentlich finde ich, dass es sehr sinnvoll ist, da ich mitbekommen habe, dass für mich Besitz mittlerweile auch belastend ist. Ich habe mich schon länger mit dem Thema Minimalismus beschäftigt und ich habe jetzt vor einigen Wochen angefangen, mein ganzes Zimmer auszumisten, alle Dinge wegzugeben, die ich nicht mehr brauche und die ich nicht liebe. Und da ist mir nochmal aufgefallen, dass ich wirklich auf meinen Konsum achten sollte, dass das Ganze hier nicht nochmal passiert, dass ich so viele Sachen habe, die ich gar nicht wirklich brauche in meinem Leben. Es geht nicht darum, dass man sagt, hey, wir haben nur noch 100 Sachen, wir sind jetzt Minimalisten, sondern es geht wirklich darum, dass man einfach Dinge, die man nicht braucht, nicht seelisch, nicht emotional, nicht physisch, keine Ahnung, dass die einfach wegkommen. Das hat alles mehrere Vorteile und wie gesagt, bin ich jetzt viel achtsamer und vorsichtiger geworden, was ich alles kaufe. Und ich habe gemerkt, dass ich jetzt einige Sachen habe in meinem Leben, die ich gar nicht mehr kaufe und ich gar nicht mehr kaufen möchte und gar nicht mehr kaufen brauche. Und diese sage ich euch heute mal in diesem Video. Viel Spaß dabei. Falls ihr mich noch nicht kennt, hi, mein Name ist Lara Emily. Ich bin momentan 14 Jahre alt, ich komme aus Berlin und ja, ich bin seit einigen Monaten Minimalistin, wenn man sich so bezeichnen kann, keine Ahnung. Okay, also mein erster Punkt ist Handyhüllen. Ich habe momentan zwei Handyhüllen. Aber als ich jünger war, weiß ich, dass ich immer so eine richtige Box von Handyhüllen hatte, was meiner Meinung nach halt unnötig ist. Also bei mir ist es so, dass meine letzte Handyhülle kaputt gegangen ist, beziehungsweise die hat sich so gelb gefärbt. Deswegen habe ich eine neue bekommen. Aber jetzt kaufe ich mir erstmal keine neue, sondern erst, wenn ich wirklich eine neue brauche, da diese kaputt ist. Ein Punkt, der wahrscheinlich jetzt sehr radikal klingt, ist, dass ich gar keine Fast Fashion mehr kaufe. Das heißt, ich gehe gar nicht mehr in solche Läden wie H&M, New Yorker, Tailway, H&M, habe ich schon gesagt. Und was sonst alles gibt, da ich einfach finde, dass es... Ich brauche es persönlich einfach nicht. Ich gehe gerne thriften, das heißt in Second-Hand-Shops. Ich habe darüber auch schon mein ganzes Video gemacht, das könnt ihr hier sehen. Ich habe sogar zwei Videos darüber gemacht, könnt ihr euch gerne mal angucken. Ja, weil ich einfach finde, dass es nicht nötig ist, neue Klamotten für mich zu machen, wenn es die Klamotten schon gibt. Das heißt, ich gehe gerne in Second-Hand-Läden und gebe sie dann noch wieder zurück in irgendwelche Second-Hand-Läden oder ich habe mit einer Freundin zusammen einen Kleidertausch gemacht und ja, ich versuche einfach sehr nachhaltig zu leben und deswegen passt es sehr gut. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich nie wieder in meinem Leben in einen Fast-Fashion-Laden gehe. Natürlich kann es immer sein, falls ich irgendwelche speziellen Sachen brauche, dass es auch mal sein muss, aber ich versuche auf jeden Fall den Fast-Fashion-Konsum sehr stark zu reduzieren und wenn möglich immer auf Second-Hand-Ware oder andere nachhaltigere Varianten zurückzugreifen. Außerdem verzichte ich auf Fleisch und tierische Produkte. Also das sind auch Sachen, die ich gar nicht mehr kaufe, die meine Familie auch gar nicht mehr kauft. Also meine ganze Familie ist auch vegetarisch und ich bin vegan. Und ja, also das kaufen wir auch nicht mehr. Übrigens sehe ich so ein bisschen fett aus, aber das liegt nur daran, weil ich aussehe wie so eine Fledermaus, weil ich so ein XXL-Shirt an habe. Aber mir geht's gut, ich bin nicht schwanger oder so. Was für mich ein sehr großer Schritt ist, ist, dass ich keine Stationery mehr kaufe. Also wie heißt es auf Deutsch? Das heißt so Stationery Essentials. Das heißt, ich kaufe gar keine Schreibwaren mehr, was ein sehr großer Schritt für mich ist, da ich eine Person bin, die super viele Textmarker, Fineliner, sonst alles hat. Da ich auch gerne kreativ bin in meinem Bullet Journal und ähnliches. Aber mir ist einfach aufgefallen, dass ich das alles gar nicht brauche. Mir reicht, wenn ich 4 Textmarker habe. Ich brauche nicht 50 Text... Okay, ein bisschen übertrieben hatte ich eh nicht. Aber ich brauche nicht 10 Textmarker. Ich brauche auch nicht, wenn es übertrieben klingt, aber ich brauche auch nicht 10 Kalligrafie-Schrift. Also mir reicht, wenn ich 2 habe. Ich kaufe keine Abschminktücher mehr, da ich mir selbst welche genäht habe. Ich habe mir Stoff genommen und das übereinander gelegt und genäht und das waren dann meine Abschminktücher. Ja, das sind wiederverwendbare Abschminktücher, die ich dann einfach in die Wäsche mache, in die Waschmaschine. Und dann wird es so gewaschen und dann kann ich es immer wieder neu benutzen. Und deswegen, ja, ich habe mir die einfach selbst genäht und finde es auch eine viel bessere Variante. Und der nächste Punkt sind Parfums und Nagellacke. Aber das ist bei mir eher so, da ich eine so große Anzahl von diesen Produkten noch habe. Also ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich habe noch 9 Parfums und 2 Body Sprays. Das Problem ist, dass ich das einfach nie benutze. Ich benutze halt einfach immer nur Deo und eigentlich kaum Parfums und deswegen werden die safe noch für die nächsten Jahre für mich reichen. Ob die dann noch haltbar sind, keine Ahnung. Aber deswegen kaufe ich auch davon nichts mehr und Nagellacke. Ich habe eine ganze Schublade voll. Ich habe letztens welche aussortiert, aber es sind immer noch mega viele. Ich möchte die erstmal aufbrauchen und keine neuen kaufen. Genau. Außerdem kaufe ich keine Einwegflaschen. Oh Gott. Irgendwas war gerade in meinem Hals. Außerdem kaufe ich keine Einwegflaschen mehr. Ich erinnere mich noch daran, dass ich vor vielleicht 2 Jahren jeden Tag in die Schule diese Einwegflaschen mitgenommen habe. Und ich schäme mich dafür ein bisschen, aber ich wusste es irgendwie einfach noch nicht besser. Aber mittlerweile bin ich auch sehr
umweltbewusst, kann man das so sagen. Und ich lebe sehr nachhaltig oder versuche es zumindest sehr nachhaltig und umweltbewusst zu leben. Und deswegen nehme ich jetzt überall, wohin ich gehe, auch nur so wiederverwendbare Becher und Schüsseln, nein, nennt man das, Flaschen mit und benutze gar keine Einwegflaschen mehr. Ja. Und wir haben auch Glasflaschen und keine Plastikflaschen. Ich kaufe auch gar keine Zeitschriften mehr. Ich hatte noch vor geraumer Zeit einen sehr großen Stapel mit ganz vielen Zeitschriften, da ich früher die Bravo Girl, die Mädchen, ich hatte so viele irgendwie abonniert und habe die so voll gerne gelesen. Deswegen hatte ich einen riesen Stapel davon. Aber mittlerweile lese ich das gar nicht mehr. Ich bin auch ziemlich froh darüber, dass ich nicht diesen hohen Müllkonsum, sag ich mal, bei mir zu Hause habe. Genau. Es gibt mittlerweile auch Programme, auf denen man dann online diese Magazine lesen kann, dass es gar nicht mehr die Notwendigkeit gibt, das dann jedes Mal einzeln zu kaufen. Und der letzte Punkt ist bei mir nun Souvenirs. Souvenire. Souvenirs. Souvenirs. Oder so, wie nennt man das? Ja, einfach Souvenirs. So, wie nennt man das denn sonst? Ja, so nennt man das. Also wenn ich irgendwo im Urlaub bin, dann kaufe ich da nicht mehr irgendwelche Ansichtssachen, da ich die... Also die haben für mich einfach keinen emotionalen Wert, ehrlich gesagt. Das heißt, wenn sie für euch keinen emotionalen Wert haben, dann ey, go for it. Buy it. Aber für mich ist es so, wenn ich irgendwo bin und da irgendwie so eine, wie heißt es, so ein Klebeding, so ein Magnet kaufe, braucht das eigentlich nicht. Und das kommt bei mir dann irgendwo in eine Ecke und wird nie wieder angeguckt. Deswegen habe ich mich jetzt entschieden, ich kaufe das gar nicht mehr, weil ich es wirklich einfach nicht brauche. Das ist für den vielleicht schön. Und Postkarten kaufe ich ja noch, weil Postkarten sind auch für meine Verwandten, für meine Freunde, die auch ein bisschen Wert übermitteln. Aber so Sachen wie jetzt Briefmarken, wie Magnete, die brauche ich einfach wirklich nicht. Oder so Münzen. Kennt ihr diese Münzen, die man so bekommen kann? Habe ich auch noch nie benutzt. Das waren jetzt einige Dinge, die ich nicht mehr kaufe als Minimalistin. Ich hoffe, es hat euch vielleicht ein bisschen weitergeholfen. Oder einfach so entertained. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr nicht mehr kauft. Oder was ihr noch kauft, aber nicht kaufen wollt. Oder schreibt einfach irgendwas in die Kommentare. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen mit einem neuen Video wieder, da ich momentan jeden Tag hochlade. Ansonsten ist hier nochmal eine Minimalismus-Playlist verlinkt irgendwo. Hi, klickt gerne drauf. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüss, bleibt gesund und bleibt happy. Bis morgen.